Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ja, Glückwunsch zum 4:1 Sieg. Mussten Sie sich in der Halbzeit auch mal kurz kneifen, als es 4:0 stand? Ja, kneifen nicht. Aber es ist natürlich überragend gelaufen, erste Halbzeit, keine Frage. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Haben nach Balleroberung schnell in die Tiefe gespielt, haben direkt die Tore gemacht, waren brutal effizient. Das, was uns in den ersten zwei Spielen abgegangen ist, haben wir heute erste Halbzeit vor allem überragend umgesetzt. Und ja, macht dann natürlich Spaß, so einen Abend jetzt so ausgehen lassen. Waren Sie auch ein bisschen überrascht, dass Sie Aachen so schnell schon K.O. eigentlich hatten und auch ein bisschen überraschend überrumpelt haben? Ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich schön zu sehen, dass unsere Spielweise, dass das, was wir uns vornehmen, gerade in Heimspielen, dass das dann auch gegen eine der Top-Mannschaften der Liga funktioniert. Letzten Endes gehören immer zwei Seiten dazu. Ich glaube, die Aachener haben uns dann die Ballverluste angeboten, die wir ausnutzen konnten. Und wir haben es dann, wie gesagt, auch effektiv zu Ende gespielt. Jörn, Spieler des Spiels, Moritz Stoppelkamp oder vielleicht das Duo Kreier Stoppelkamp? Moritz Stoppelkamp, ganz klar. Sven Kreier auch ein super Spiel gemacht, aber überragender Spieler Moritz Stoppelkamp. Mich würde interessieren, ihr habt ja zwei der drei Tore oder der vier Tore, glaube ich, aus Umschaltsituationen. War das auch der Plan? Wusstest du, dass Alemannia Aachen da Probleme hat, gerade im Zentrum? Stoppelkamp so ein bisschen Freigeist, der viele Sachen initiiert hat, der aber auch große Räume hatte. War das auch dein Plan? Absolut. Es gab natürlich schon die Idee, auch aus dem eigenen Ballbesitz heraus zu Torschancen zu kommen, immer wieder in den Rücken der Außenverteidiger, weil wir wissen, dass Aachen dort sehr offensiv dann auch verteidigt. Aber eben auch aus Umschaltsituationen, weil sie eben ihre Spieler sehr hoch schieben, weil sie auch bedingungslos Fußball spielen wollen. Und das gibt nun mal die Möglichkeit, dann auch den einen oder anderen Ball zu klauen. Und freut mich natürlich umso mehr, dass meine Mannschaft das umgesetzt hat. Matchplan auf jeden Fall aufgegangen. Was haben Sie Ihrer Mannschaft dann in der Halbzeit gesagt? Wie wollten Sie auch den zweiten Durchgang dann angehen? Naja, wir wollten vor allem aktiv sein. Wir wollten weiter auf Ballbesitz spielen. Wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, wirklich viel Ballbesitz zu haben, weil da tut sich Aachen nicht leicht, dann auch immer wieder vernünftig zu verschieben. Das ist uns nicht geglückt. Dafür haben wir es aber überragend verteidigt, super Boxverteidigung gehabt. Das, was ja auch gegen Felber zum Beispiel im Heimspiel nicht so gut war, haben wir heute sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, den einen oder anderen Nadelstich vielleicht ein bisschen besser ausspielen, um dann das fünfte nachzulegen. Grundsätzlich war die Marschroute in der Halbzeit. Wir gehen mit 0-0 raus, wollen auch die zweite Halbzeit gewinnen. Ist uns nicht geglückt, macht aber bei dem Ergebnis nachher kein Schaden mehr. Absolut. Mit einem 4:1 gegen Alemannia Aachen kann das jetzt ein Startschuss sein für einen Lauf, in dem man sich vielleicht jetzt reinspielen kann. Glauben Sie, da zieht man jetzt auch nochmal richtig Energie raus? Ja, so weit will ich gar nicht schauen, aber ich glaube, wir können eine Menge Selbstbewusstsein aus dem Spiel rausziehen. Ich glaube, dass gerade das, was man jetzt hier erlebt, Mannschaft und Fans wächst zusammen, das ist wichtig. Und dann haben wir nächste Woche schon wieder ein Heimspiel und wollen dort einfach dann anknüpfen. Viel weiter will ich gar nicht gucken. Herr Novak, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum 4:1. Viel Spaß. Wir hatten vor dem Spiel mit Patrick Bauder mal kurz hier so geschnackt und er sagte, das ist heute eigentlich der perfekte Tag für Moritz Stoppelkamp. Haben Sie das heute Morgen auch gespürt, dass das heute ein guter Tag ist? Ja, also ich habe mich recht gut gefühlt, ja, das stimmt. Aber die letzten Wochen schon, also ich glaube, wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, aber ähnlich so wie gegen Felbert auch oder wie gegen Lippstadt. Nur da waren wir halt nicht so effektiv wie heute. Heute waren wir brutal effektiv vom Tor. Wir haben wirklich gute Kombinationen gehabt. Wir hatten viele gute Ballstaffetten. Wir waren richtig gut in den defensiven Zweikämpfen. Ich glaube, von der ersten Minute an hat man gemerkt, wer heute das Spiel gewinnen wird. Haben sehr schnell umgeschaltet, gute Laufwege. Und dann war es auch relativ einfach, die Jungs da zu bedienen. Wir wollen an dieser Stelle vielleicht auch noch mal den Treffer zum 3:0 sehen, Ihren Freistoß. Auch da haben sie wahrscheinlich einfach gedacht, heute ist mein Tag, den mache ich. Wir gucken jetzt ja, mal. Ja, schauen wir den mal an, ja. War noch ein bisschen Platz bis zur Latte. Wie bitte? War noch ein bisschen Platz nach oben. Ja, aber nicht schlimm. Nein, ich sag mal perfekt. So, also wenn ich nach meinem Warmschießen so, nach dem Warmschießen habe ich gedacht, ich treffe heute nichts. Aber heute war ein ganz guter Tag, ja, stimmt. Ich hatte das Gefühl, ich habe dich beobachtet, als du rausgekommen bist, die Kugel genommen hast.
Ne, da sieht man halt, wie viel Spaß du auch heute hattest. Man hat gemerkt, das ist so ein Spiel, wo Moritz Stoppelkamp richtig Bock drauf hat. Ne, da wusste ich, heute kann nur ein guter Tag werden. Ja, allgemein, auch letzte Woche. Ich hab Spaß am Kicken, sonst hätte ich ja schon längst aufhören können. Ne? Aber das wollte ich nicht, weil ich einfach Spaß habe. Die Jungs haben es mir super einfach gemacht in der Vorbereitung, als ich dazu gekommen bin. Und wir haben, glaube ich, für die Liga richtig gut Qualität. Und wenn wir das alles immer so auf den Platz bringen, sind wir, glaube ich, schwer zu schlagen. Und dann macht es auch Spaß. Vielen Dank, Moritz Stoppelkamp. Gerne. Genießen Sie diesen Abend. Alles Gute weiterhin. Danke, und ein paar schöne Tore noch. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.